Sandro, euer Spiel findet heute im Paul-Greifzu-Stadion statt und nicht auf dem Nebenplatz. Wie ist es dazu gekommen? Wer hat das eingefädelt? Also ja, nach dem letzten ordentlichen Spiel von uns in Stendal, ja, wo wir uns mal wieder nicht belohnt haben, ist mir das durch den Kopf gegangen und dann habe ich die Stadt darauf angeschrieben und Herrn Hirsch direkt persönlich und habe gesagt, wir möchten das Derby hier austragen, aber auch A, um den Gegner wirklich auch Respekt zu erbringen. Heißt jetzt nicht, dass wir jetzt, wenn wir drüben spielen, in dem Platz den Gegner keinen Respekt bringen, aber wir haben das dann so eingefädelt und es war dann auch klare Sache sofort, nachdem ich es auch angefragt habe, war das auch, wenn Sven natürlich mitgespielt und es hat jetzt die Woche mitgespielt, wir konnten es gut abziehen, die Platzwerte haben herausragende Arbeit geleistet und ich hoffe natürlich, dass er dann auch am Ende dann mit dem verdienten Sieg von unsererseits aus belohnt wird. Wie schätzt du die Siegchancen heute ein? Also mal vorneweg bin ich ein Trainertyp, der immer auf Sieg spielt. Ja? Unabhängig mal, ob ich den Gegner kenne oder nicht. Man muss sagen, ich kenne den Gegner leider nicht, weil ich in der Vorrunde noch nicht hier in Dessau als Trainer tätig war. Wir haben es ja gesehen bei den Hallenmeisterschaften in der Zwischenrunde, haben wir gegen die gespielt, ein knappes 3-3. Das sind körperlich betonte Mannschaften, eine gewisse Athletik, eine Dynamik bringen sie mit. Aber ich denke mal, meine Jungs sind heiß. Wir haben uns jetzt wirklich von Woche zu Woche gesteigert. Wir haben echt ordentliche Spiele gemacht, egal ob es im taktischen Aspekt ist oder von der Einstellung her, von der Grundeinstellung her, von der Athletik auch an sich, von der Ausdauer her, in jedem Aspekt, was du für ein Fußballspiel brauchst. Und ich hoffe, dass meine Jungs genauso heiß sind wie ich, ja, weil nach dem letzten Spiel, wie gesagt, haben uns nicht belohnt. Und das jetzt heute im Stadion mal wieder behut zu machen, auszugleichen, wenn 3 Punkte hier vom Platz gehen. Ich denke mal, dass wir da schon gute Chancen haben. Aber es wird ein heißes Spiel, ein Derby ist ein Derby und gucken wir mal, wo wir am Ende des Spiels stehen. Gut. So, Friedrich, erstmal Glückwunsch zu deinen 2 Toren und zum Sieg. Bist du der Meinung, du hast das Spiel heute selbst entschieden, zusammen mit Julian, oder bist du der Meinung, es war eine Teamleistung, die heute den Sieg gebracht hat? Naja, also erstmal, ich denke schon, dass Julian und ich das Spiel dann heute insgesamt entschieden haben, weil geschlossene Teamleistung war es heute nicht. Wir haben uns untereinander zerfleischt und ja, auch nicht positiv miteinander gesprochen. Und wenn man mal was Negatives sagt, was im Fußball natürlich normal ist, dann verträgt hier auch keiner Kritik. Aber ich meine, alles schlecht reden müssen wir jetzt nicht, haben gewonnen. Eigentlich keinen schlechten Ball teilweise gespielt. Obwohl es insgesamt dann doch nicht so knasse aussah. Körperlich waren wir, fand ich, auch schwach. Aber daran müssen wir arbeiten. Haben wir jetzt erstmal wieder Zeit bis zum nächsten Spiel. Und ja. So, Glückwunsch zum Sieg. Bist du mit deiner eigenen Leistung heute zufrieden und mit der Leistung von deinem Team? Also das Wichtigste war erstmal heute Derby gegen Piesteritz. Das ist immer was Besonderes, deswegen sind wir auch froh, dass wir hier die 3 Punkte hier behalten konnten. Aber letztendlich können wir mit der Teamleistung nicht zufrieden sein. Es hat an vielen Sachen gefehlt. Kämpferisch, technisch wären wir eigentlich zu viel mehr in der Lage gewesen. Also was dann vielleicht die letzten 5 bis 10 Minuten haben wir dann endlich mal das gezeigt, was wir eigentlich auch können und was wir auch schon die letzten Wochen eigentlich auch schon abgerufen haben. Aber für uns ist es schwierig, wir kommen kaum in den richtigen Rhythmus rein. Viele Wochenende spielfrei, Trainingsbeteiligung ist auch nicht optimal. Also von einer richtig guten Teamleistung kann man hier auf keinen Fall sprechen. Aber wir sind jetzt erstmal froh, dass wir die 3 Punkte hier behalten konnten. Du hast erste Halbzeit auf der 6er-Position gespielt, zweite Halbzeit auf der Innenverteidigerposition. Wie beurteilst du das? Fühlst du dich da wohler oder wie kamst du zu dieser Umstellung? Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte heute von Anfang an kein optimales Spiel. Viel zu viele leichte Fehler gemacht. Aber letztendlich ist mir das eigentlich egal, ob ich Sechser spiele oder Innenverteidiger. Da stelle ich mich sozusagen in den Dienst der Mannschaft, wo ich da am besten der Mannschaft helfen kann, ob da irgendjemand ausfällt. Und letztendlich versuche ich auf jeder Position das Beste für die Mannschaft zu geben. Und das stelle ich eigentlich hinten rein, auf welcher Position ich spiele. Ich denke mal, ich kann es auf beiden, bin ich jetzt nicht ganz viel am Platz. Und ich kann jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht sagen, wo ich lieber spiele. Also ich versuche auf jeder Position mein Bestes zu geben. Und ja, auch wenn es von mir heute nicht optimal war, hat es ja dann trotzdem zum Glück noch für das Team gereicht. Gut, danke. Vor 2 Wochen haben wir in Stendal verloren, 3-2. Und nach dem Spiel habe ich zu meinen Männern gesagt, ich weiß gar nicht, was ich euch korrigieren soll, weil wir unverdient als Verlierer vom Platz gehen. Weil ich teile den Fußball in 2 wichtigen Aspekten ein. Einmal eine spielerische Dominanz und einmal eine kämpferische Dominanz. So. Wenn mal einzig abgerufen werden kann, das ist ja durch, du kannst ja nicht jedes Wochenende überragend Fußball spielen, Staffetten, Passstaffetten oder Spielzüge hier rausspielen, wo und dann die da auch noch verwerten, das wäre ja alles zu einfach. Fußball bestellen einfach aus Fehlern oder aus gewissen Tagesformen.
Ja, und das hat natürlich bis zum 1-0, unabhängig wie das 1-0 auch, das 1-1 dann vom Gegner gefallen ist, haben wir das Spiel kontrolliert. Ja, der Gegner ist ja wenig über die Mittellinie gekommen in den ersten 20 Minuten und das sah trotzdem danach aus, okay, die nächste oder die eine Situation, die werden wir dann zu unserem Gunsten entscheiden. Wenn du dann natürlich so ein Tor bekommst, zeig, was im Fußball passiert, ja, das ist ein Torwartfehler, aber im Fußball passiert das, darf es trotzdem nicht sein, dass es dann einbricht alles, ja. Und ich kann jetzt nicht sagen, kämpferisch war es eine optimale Leistung oder spielerisch eine optimale Leistung, es war definitiv keine Mannschaftsleistung. Im Vergleich zum Ständerspiel auch, ja. Und es war dann wieder so eine individuelle Leistung, ja, ein Freistoß von Julian, ein Max Hübner, der sich da, der heiß war, der, das muss ich einfach auch erwähnen, Max Hübner, der da reinkommt als Einwechselspieler und das möchte ich eigentlich haben, gibt Stoff, gibt Dampf da auf der Seite, eine saubere Reingabe und dann Friedrich köpft das Ding rein, das war dann okay, aber in diesen 5 Minuten nach dem 2-1 hast du eigentlich wieder gemerkt, was für ein Potenzial in dieser Mannschaft drin steckt, ja, und man muss einfach vielleicht ab und zu mal sich Gedanken machen, warum ist das dann teilweise so nach dem 1-1, so krache ich da ein? Und warum kann ich nicht mal auch in schlechten Momenten mal, vielleicht auch Kritik, das machen sie ja eigentlich auch in der Regel, ja, also nicht so, dass sie Kritik nicht annehmen, aber sich da einfach mal selbstkritischer zu beurteilen. Und ich kann nur nicht sagen, glücklicher Sieg auf jeden Fall. Respekt an Piesteritz, muss ich mal ehrlich sagen. Man hat jetzt nicht gemerkt, auch von der Tabellensituation, dass sie so weit hinten drin stecken müssen. Ja, was soll ich sagen? Ich bin hauptsächlich 3 Punkte, klar. Es gab schon Wochenende, wo ich gesagt habe, das kann nicht wahr sein. Heute sind wir glücklich. Gucken wir mal. Was mich natürlich halt stört hier, ist allgemein, jetzt hast du wieder 3 Wochen spielfrei, weil irgendwelche Mannschaften wieder zurückziehen. Was willst du da? In 3 Wochen ist das Spiel von heute vergessen. Wie willst du trainieren? Was willst du kurieren? Das sind lauter so Sachen. Und da verstehe ich dann auch einerseits wieder meine Spiele, die dann sagen, hey, das ist doch scheiße so. Ja? Und okay, ist so, wie es ist und nehmen wir mit und 3 Punkte haben wir jetzt 2 im Petto, auch im Stadion für das erste Spiel, aber irgendwie kommen wir daheim nicht auf unsere spielerische Stärke, was außer jetzt einfach, ich weiß nicht warum, vom Umfeld, ich weiß der Druck hier anders, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall sieht es auswärts immer deutlich, deutlich besser aus. Okay, vielen Dank für deine Einschätzung.